trink die mal weg. Kedron, du nimmst mal das Zeug. Das ist hier nur eine Helebarde plus 1 oder plus 2. Nicht mal. Ah, doch, eine Zweier Helebarde. Ich warte. Erzählt mir mehr davon. Ja, Heiltränke, die kommen eigentlich gerade recht gut. So, haut mal ein paar davon weg. Da ich nämlich keine Ahnung habe, wie man das hier am besten im Schlafen machen sollte. So, okay, dann hau du noch einen weg. Keine große Herausforderung. Ja, Treppe zum ersten Stock. Burg Saratusch. Da sind wir gerade. Da ist das Hauptquartier der Miliz. Haus der Gräfin. Seid ihr ein Ballkind? Bitte fresst mich nicht. Papa sagt, Ballkinder fressen keine Jungs. Mach dir keine Sorge, ich bin hier, um euch zu helfen, nicht um euch weh zu tun. Ich bin ein Ballkind, aber ich esse keine kleinen Jungen. Mein Name ist Talisa. Mein Papa hat recht, ich bin gekommen, um euch zu fressen. Oh. Ja, nehmen wir die 1. Ihr werdet mich nicht fressen, versprochen. Ich heiße Zazit. Wenn ihr mich nicht fressen wollt, könnt ihr mir dann meinem Papa helfen. Papa ist von dem Feuer getroffen worden und umgefallen. Ich kann ihn nicht aufwägen. Ich habe schon alles pumpiert. Bitte helft meinem Papa. Euer Papa ist tot. Ich kann nichts für ihn tun. Vielleicht kann er die Route der Auferstehung wieder herstellen. Mal sehen. Ich kann eurem Papa nicht helfen. Ich bin nur gekommen, euch zu fressen. Oh, nehmen wir die 2. Weil für irgendwas brauchen wir den Zauberstab ja mal. Was ist passiert? Ich habe gespürt, wie ich über meinen Körper schwebte. Es wollte mich wegziehen. Zu einer weit entfernten Ebene. Ich habe dagegen angekämpft. Ich kann auch tatsächlich allein lassen. Und dann habe ich plötzlich gespürt, wie ich in meinen Körper zurückgezogen wurde. Es geht euch gut und ihr seid wieder am Leben. Das ist doch das Einzige, was eine Rolle spielt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich helfen konnte. Ihr seid ein Glückspilz. Es war alles andere als sicher, dass der Zauber in eurem Sinne funktionieren würde. Ja, ein ziemliches Meisterstück. Eine Belohnung steht jetzt wohl außer Frage. Nehmen wir die 1. Ja, ihr habt mich erweckt, aber solche Zauber müssen doch unglaublich teuer sein. Ich hätte es mir in meinem Leben gar nicht leisten können, mich erwecken zu lassen. Ich bin eurer Aufmerksamkeit doch gar nicht würdig, meine Fürstin. Aber danke, ich bin natürlich... Danke, bin ich natürlich trotzdem. Aber ihr seid ja ein Ballkind. Ich glaubte, Ballkinder seien die Verkörperung des Teufels und des Todes. Nun muss ich feststellen, dass ich Unrecht hatte. Ich heiße Fessak und ich muss mich bei euch entschuldigen, meine Fürstin. Ich fürchte, dass ich euch und euresgleichen falsch beurteilt habe. Ich kann euch leider keine Belohnung geben. Ich kann euch nur danken und versichern, dass euch meine Gebete begleiten werden. Ihr seid vielleicht eine Kraft des Guten in den Reichen, meine Fürstin. Vielleicht wird es euch sogar noch gelingen, Saratusch zu retten. Wie ist eigentlich mein Ruf zurzeit? Wurde der zurückgesetzt? Nein, ich bin immer noch heldenhaft. Wir sind alle Au. Und ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocken. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Errat. Auf meiner Klingel steht euer Name. Klingel steht euer Name. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Keldon, feindgesichtet, wo? Erwe. Da rumzuliegen ist keine gute Idee. Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Trottel wie euch zu unterhalten. Die Verteidigung der Mauer von Saratusch verlangt an meine Aufmerksamkeit. Ich kann keine Zeit herüberbringen, um mit euch zu reden. Ich war, was immer ihr wünscht. Zeit aufzubrechen? Kein Problem. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat.
Ja? Eri heil dich. Ja. Ja, hier heil Eri mit. Und Talisa, du heilst Eri auch. Das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Also ja, so wie es aussieht, ist hier oben die Belagerung im Gange. Wenn man sich so ansieht, sieht man da ja auch das Belagerungsgerät teilweise. Und wenn ich es mir so angucke, ist hier Saradush hier. Man merkt auch, die Karte ist etwas kleiner. Ich warte. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Gut, hier sind wirklich einige Leute im Eimer. Da kommt was, rennt um euer Leben. Irgendwas nicht in Ordnung? Ich muss die Mauer von Saradush verteidigen. Ich habe keine Zeit für leeres Geschwätz. Okay, das ist ein Eingang auch. Und das da wird der Kanalisationseingang sein. Ja, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Euer Wunsch ist mein Wunsch. Ja, okay, hier oben hätten wir noch die Miliz. Das hier ist halt wirklich eine reine Belagerungsschlacht gerade. Truppen auf der Mauer, die gerade zu versuchen, alles zurückzuhalten, während man bombardiert. Hauptmann Sammern, Gräfin Santele. Ich weiß, dass es euch schwerfällt, aber ihr müsst eine endgültige Identifizierung vornehmen. Ja, er ist es. Matteo, er ist der Verräter. Nein, die Gräfin muss verrückt sein vor Kummer. Das muss ein Irrtum sein. Seid ihr sicher, Gräfin? Irrtum ausgeschlossen. Ich bin sicher. Bevor mein geliebter Sohn Adric verschwand, sagte er mir, er habe gesehen, wie Matteo das Tor öffnete. Also bitte. Jetzt seht ihr wohl endlich ein, mein übereifriger Hauptmann Simmern, dass eure haltlose Anschuldigung meinen unteiligen Ruf unnötigerweise herabgesetzt haben. Warum tut ihr das, Gräfin? Ich bin Adics Freund. Ich bin mit eurem Sohn aufgewachsen. Hauptmann, ich verlange, dass ihr diesen abscheulichen Verbrecher auf der Stelle in den Kerker werft. Ihr habt nichts zu verlangen, Kizar Harry. Ich erfülle meine Pflichten, wie ich das für richtig erachte. Männer führt Matteo ab und begleitet die Gräfin in ihr Quartier. Ja, Brete, bringt mich hier weg. Was ist? Also, Hauptmann, darf ich jetzt gehen? Ist diese Schmierenkomödie, diese Verhöhnung der Justiz, diese Hexenjagd, dieses Fiasko endlich zu Ende? Ihr könnt gehen, Kizar. Geht mir einfach aus den Augen. Ich bin im Moment nicht in der Stimmung, euer skrupelloses Gesicht zu sehen. Ich nehme an, dieser Schwall von Beleidigung ist meine beste Entscheidung, die ich mir von einem ungebildeten Kriterium wie euch erwarten kann, Hauptmann Sammand. Keine große Herausforderung. Okay, was war das jetzt gerade? Probleme. Das Problem Gromnir. Erledigte Aufgaben? Nix. Tagebuch? Ja, Sarivok in der Hölle. Aufgaben. Lesen wir das mal durch. Nach Name, nach Datum, das klingt besser. Aber so nach Datum, oder? Nö. Tag 93, 18. Stunde, ja. Ich befinde mich in Saradush, das von der Armee von Yagashura im Kind Bals belagert wird. In der Stadt selbst befinden sich zahlreiche Kinder Bals, die von einem Despoten namens Gromnir Ilkhan angeführt werden. Offenbar gibt es für sie keine Möglichkeit, aus der Stadt zu entfliehen, während diese von der Armee belagert wird. Selbst magische Fluchtversuche scheitern. Ich habe mich mit einer gewissen Melisande unterhalten. Diese Frau behauptet, sie wäre eine Freundin und Beschützerin der Kinder Baals.
Sie hat mir angeboten, mir zu erklären, warum Yagashura mich und die restliche Balbo töten will. Allerdings nur, wenn ich eine Möglichkeit finde, diese Belagerung zu beenden. Melisan hat einen General namens Gromnir Ilkhan in die Stadt gebracht. Er sollte die Stadt und die Balbo beschützen, da hat sich aufgrund seiner Paranoia in der Burg eingeschlossen. Er weigert sich, Besucher zu empfangen und wird die Stadt durch seinen Wahnsinn noch in den Untergang treiben. Melisan glaubt, dass er aufgehalten werden muss, bevor man sich erfolgreich um die belagernde Armee kümmern kann. Ich werde einen Weg in die Burg finden müssen, um mich mit Gromnir zu treffen. Vielleicht werde ich ein friedliches Gespräch mit Gromnir führen können, obwohl Melisan glaubt, die einzige Lösung wäre, darin bestehen, ihn zu töten. Mal sehen. Wie bitte? Oh, ihr müsst diejenigen sein, von denen Melisan sprach. Genau das, was unsere Stadt jetzt braucht. Noch mehr Parkinder. Solls. Mein Name ist Hauptmann Sammand und ich bin im Moment sehr beschäftigt. Ich muss euch ein paar Fragen stellen. Nun gut, dann mach schnell. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss mich um die Verteidigung der Stadtmauern kümmern. Warum haben eure Soldaten diesen jungen Mann abgeführt? Das, oh, eine äußerst unangenehme Angelegenheit. Vor ein paar Tagen öffnete jemand ein geheimes Tor, das in die Stadt führt. Saradush konnte problemlos überrannt werden. Den Verräter haben wir soeben entdeckt. Einen jungen Mann namens Matteo. Ihr klingt nicht überzeugt. In meinen Augen gibt es keinen Zweifel, dass irgendjemand uns verraten haben muss. Der Feind drang durch eine kleine Abflussöffnung ein, die sowohl durch ein abgeschlossenes Gitterrost als auch durch mehrere mächtige magische Schutzformen gesichert war. Es gab keine Möglichkeit, diesen Eingang von außen zu öffnen, aber Matteo ist ein loyaler Soldat. Er ist nicht der Typ, der Saradush ans Messer liefert. Vielleicht ist er ja gar nicht der Täter. Gab es keinen anderen Verdächtigen? Es wurde Alarm ausgelöst und meine Leute trafen nur kurze Zeit, nachdem das Tor geöffnet wurde, war ein. Wir haben drei Leute in diesem Gebiet aufgegriffen. Matteo, Adrix Santel und ein Händler, Kiser Jeri. Als wir mit unserer Untersuchung begannen, hatte ich Kiser stark im Verdacht. Er ist ein geringeres, nur auf den einen Vorteil bedachtes Wiesel, der seine eigene Mutter verkaufen würde, wenn nur der Preis stimmt. Und warum habt ihr eure Meinung geändert? Oh, ich verstehe, es muss der Händler gewesen sein, richtig? Und keine eurer eigenen wertvollen Soldaten. Und warum habt ihr Matteo dann festgenommen? Warum habt ihr die Meinung geändert? Wir hatten keine Möglichkeit, unsere Untersuchung abzuschließen. Adric, der Sundergräfin Santelle, ist verschwunden. Er war unser Hauptzeuge. Aber irgendwie habt ihr doch jemanden verhaftet. Vielleicht ist ja Adric selbst der Schuldige. Habt ihr das schon einmal überlegt? Nein, es kann nicht Adric gewesen sein. Jemand, der es nicht besser weiß, könnte vielleicht auf die Idee kommen, dass sich Adric dafür gerecht hat, dass Gromnir seinen Vater aus der Stadt verbannte. Aber der Graf war ein grausamer, gewalttätiger Bastard. Gromnir hat Adric und der Gräfin sogar einen Gefallen getan. Es gibt keinen Grund, warum Adric das Bedürfnis verspüren wollte, der Stadt zu schaden. Trotzdem, sein Verschwinden macht ihn verdächtig. Nein, Adric versah seinen regulären Schichtdienst in der Besatzung der Festungsmauern. Er wäre nicht der Erste gewesen, der sich von einem feindlichen Pfeil oder Zauber niederstrecken lässt. Es sei denn, Matteo hat ihn umgebracht. Warum verdächtigt ihr ihn jetzt? Unsere Aufmerksamkeit konzentrierte sich zunächst auf Kaiser Jirai, aber uns fehlten die Beweise. Dann erzählte uns die Gräfin Adric, ihr Sohn habe Matteo belastet, bevor er verschwand. Ein etwas wackeliger Beweis, wenn ihr mich fragt. Vielleicht stecken ja Adric und die Gräfin hinter all dem, weil sie sich an Gromnir für die Verbannung ihres Vaters rächen wollen. Woher wisst ihr denn, dass die Gräfin die Wahrheit sagt? Nehmen wir die 1. Wenn ihr die Gräfin kennt, dann wüsstet ihr, dass ihr Wort über jeden Zweifel erhaben ist. Und sie hätte nichts von einer Lüge. Matteo war Adrix bester Freund. Ihn zu beschuldigen, war für sie eine schreckliche Erfahrung. Und trotzdem muss ich zugestehen, dass ich bei der Sache einen Kloß im Hals habe. Ich war so sicher, dass Kaiser Jirai der Schuldige war. Entdecken zu müssen, dass der Täter aus den eigenen Reihen kommt, ist ernüchternd. Und jetzt lehnt ihr euch zurück und wartet auf den Henker. Sieht so aus, als solltet ihr die Sache mit einer schnellen Exekution beenden. Habt ihr was dagegen, wenn ich der Hinrichtung des Verräters beiwohne? Nehmen wir die 1. Matteo wird nicht hingerichtet, nicht solange die Belagerung andauert. Die Verteidigung von Saradush ist meine oberste Aufgabe. Aber wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich Wette ermitteln. Ich möchte die Wahrheit herausfinden. Vielleicht könnte ich mich stärker mit dieser Angelegenheit beschäftigen als ihr. Klingt ganz so, als sucht ihr jemanden, der diese Angelegenheit weiter erforscht, Hauptmann. Ihr wollt die Wahrheit, ihr könnt mir der Wahrheit nicht umgehen. Nehmen wir die 1. Wenn ihr weitere Untersuchungen anstellen wollt, werde ich euch nicht im Wege stehen. Sprecht mit Matteo in seiner Zelle. Der Aufseher wird euch zu ihm führen. Ich danke euch für eure Auskunft. Ich werde jetzt gehen. Ich werde sofort zu Matteo ins Gefängnis gehen. Ich will diese Ungerechtigkeit korrigieren. Vergesst es. Matteo ist auf euch allein gestellt. Nehmen wir mal die 2. Was ihr tut, ist eure Sache. Ich muss weg, um bei der Verteidigung von Saradush zu helfen.
Jo, ich würde mal sagen, da wir hier in dem Gebäude in Sicherheit sind, ist das eine gute Gelegenheit zu speichern. LP002. So, dann sehen wir mal weiter, wie es mit Thron des Baals weitergeht. Wie ich mal angedeutet habe, habe ich Thron des Baals selber nicht gespielt. Ich habe bis jetzt nur einmal Shadows of Arm durchgemacht. Aber ja, es könnte interessant werden. Also, bis zum nächsten Mal.